Ready to rumble! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fox mit Shirley, die hier der rote Hund ist. Das ist übrigens, wenn ich Fox ausspreche, denke ich immer an Füchse, obwohl das eigentlich Hunde sein sollen. Das ist ein bisschen irritierend. Eigentlich ja. Und wir haben ja versprochen, heute geht es in eine andere Welt. Und ich glaube, die Welt hier wurde uns ein bisschen nahegelegt. Jetzt ist es auch... Ja, Früchte sind immer gut. Früchte? Okay, ich habe gerade gegessen. Also ich bin da, glaube ich, relativ immun dagegen. Also ich habe gerade... Wir haben bei Dunkin' Donuts bestellt. Moment, das war dein Abendbrot? Überpackung Donuts. Bitte? Das war dein Abendbrot? Donuts? Ja, ich hatte keinen Bock auf Nudeln. Also habe ich gedacht, ich esse so einen Donut und das reicht mir für den Abend. Ich hatte nicht so übel krass Bock auf warmes Essen. So, weißt du? Weil bei uns ist echt scheiße warm. Kann ich ja nachvollziehen, aber... Das ist ja kein richtiges Mittag, kein richtiges Abendbrot. Ja, genau. Oh, ja, kann man die Türen aufmachen. Geh doch safe. Ach, nee, geht nicht. Oh. Nee, wir können die nur anbellen. Behinderte. Wir können halt an den... Wow, ey, behindert ist keine Beleidigung, ja? Das heißt, wir können halt irgendwie so... Kirby-Polen? Ja, Kirby-Polen. Kirby-Polen? Das ist jetzt die polnische Variante von Kirby. Siehst du doch. Okay. Also die polnisch-weibliche Variante von Kirby. Könnte auch irgendwas mit Kürbissen sein. Nach! Das wäre, aber hier sind Orangen und. Das ist so hübsch. Oh mein Gott, hier ist Wasser. Oh, hat vielleicht doch was mit Kürbissen zu tun. Ui, wow. Und die hüpfen. Okay, das war cool. Hier oben ist ja, aber ein Knochen. Den müssen wir hochholen. Dann hoch da. Ich glaube, wir müssen auf die Rampe hier. Dann nach links rüber hüpfen und dann hoch. Ja, genau. Wow. Du bist mir richtig geflogen. Sieht das aus? Darf ich mich ausziehen? Also als Hund meine ich jetzt. Aber ich zieh mich doch so gerne aus. Außerdem hast du gesagt, ich soll kein Pullover anbehalten. Aber wir müssen jetzt die kleine Wurst bleiben. Meinst du? Ja. Wir müssen einfach nur... Ich dachte, wenn wir in viel Wurst sind, dann treffen wir den Knopf... den Ding jetzt einfach. Moment, das sind unter uns hier. Gibt's hier unten noch was? Hier ist nämlich jemand, der Mais mag anscheinend. Oder gibt's Dinge? Aber... Die sehen nur nach Runterfall-Recovery aus. Ja, wahrscheinlich. Runterfall-Recovery. Ja, Runterfall-Recovery. Das ist jetzt ab sofort ein neues E-Sport-Wort. Warte mal ab. Mit Letzte. Wird sich überall durchsetzen. Ja. Hier rum drehen wir das? Oh, da gibt's wieder Wasser. So rum. Ah, perfekt. Und warten. Und das war's, oder? Ja, jetzt machen wir wieder zu. Wir sind ja ordentliche Hunde. Ey, ich wollte zumachen. Nee. Doch, hab ich. Haha. Ich bin ein ordentlicher Hund. Oh, Limetten. Was ist eigentlich dein Lieblingseis? Mein Lieblingseis ist irgendwas mit Karamell und mit Nüssen kannst du auch nicht viel falsch machen. Aber ich esse auch echt so Limetten, esse ich gern so. Mit Zitronen. Was passiert? Keine Ahnung. Vielleicht ist das, damit du siehst, dass du das goldene Dingens ist, den wir schon mitgenommen haben, der goldene Knochen. Kann sein. Weil der wäre dann genau in der Mitte. Okay. In der Mitte. Karamell und Nüsse. Was isst du denn? Ich bin bei dir? Zitroneneis und Joghurt-Eis eher. Das ist so eine viereckige Melone. Das ist eine feine Sache. Das Problem bei Zitroneneis ist halt immer, dass du das halt meistens total falsch schmeckt. So chemisch oder wie so, weiß nicht, wie Chlorwasser riecht. Muss nur sauer sein, finde ich. Alles andere ist mir egal. Ja, sauer ist geil. Halt mich fest und du... Nee, Moment, ich bin blau. Nevermind. Du hast dich festgehalten und ich hab ihn getan. Die Melone. So, dann mach wieder zu, weil ordentlicher Hund. Keine Ahnung, wofür du dich da festbeißen kannst. Ja, das klingt logisch. Wir müssen die Melone hier noch dazwischen schieben. Ah, also, ich verstehe. Ich bin einfach nur ein Fan von sauer. Ich esse auch saure Gurken und sowas super gerne. Moment. Ich finde das nicht... Hä? Wir können die hier damit drehen. Ja, nee, halt erstmal los. Wir können die hier hinschieben und dann von der Rampe hier hoch. Dachte ich. Ja, okay, wir können die, glaube ich, nämlich nur seitlich schieben. Oder? Weiß nicht. Dachte ich so. Lass erstmal rumprobieren hier. So. Hier ist ein Blut. Der will eine Eichel haben dort hinten. Oder was das ist. Und der hier hat einfach mal eine Orange als Mütze auf. Alter, wie lässig ist der denn? Ziemlich lässig. Da oben ist die Eichel. Eine Eichel. Aber das ergibt doch hier überhaupt keinen Sinn. Ey, warte mal, du kannst dich hier festhalten und ich kann... Und dann? Kann ich versuchen, dann die Melone rüberzuziehen? Ah, das kann sein. Und jetzt... Jawohl! Und jetzt lasse ich die Melone wieder los mit da oben. Guck mal. Ich bin hier. Ja, das ist
Big Brain, no? Big Brain. Deswegen nehme ich auch nicht begeistert. Du. Ja, deswegen. Erdbeeren. Das nehme ich hin, das akzeptiere ich so. Oh, die wächst nach. Das ist eine nachwachsende Eiche. Oh. Stelle ich mir schwierig vor. Mit reingesprungen? Wir müssen jetzt mit reingesprungen. Wir das? Ich glaube, das wollen wir. Ach, das ist quasi die Eintrittskarte. Dachte ich jetzt so, von wegen, hey, gib mir eine Eiche und ihr kommt weiter im Level. That's what she said. Deswegen habe ich vorhin schon so dumm gelacht. Entschuldigung. Oder kann ich eigentlich das Ding auch reinbeißen? Hier, kann ich auch wieder. Hier ist ja, das. Ist ja cool. Da brauchen wir wieder das Wasserverteilungsding. Spuck das Wasser aus, du Stück. Check. Also oben müssen wir es auch noch machen, ne? Ja, ich sehe. Da muss einer dann drauf. Ich bounce da drauf, warte. Ich glaube, du kannst nicht drauf bouncen, oder? Ja, wir machen das dann. Oben dann wahrscheinlich. Ja, oder wir holen es von oben. Was gibt's denn hier noch? Ein Kürbiskopf! Wir können ja erstmal. Da hinten ist noch was, hier links dahinter. Ja, genau. Hier, wer bist denn du? Hallo. Du hast doch irgendein Special-Ding, ne? Zum Einsammeln. Ja, irgendwie ein Raketentier. Nenne ich jetzt mal. Das. Ja. Ganz logisch. Ich glaube, wir müssen jetzt hier auf der Rech, also hier auf dieses Puppels drauf puppeln. Puppel mal. So. So, dann bubbeln wir hier hoch. Wir hier hin. Und dann spuckt einer dann uns aus. Dann weiß ich mich hier fest und du und, kotzt da unten hin. Bäh, nimm das Wasser! So, jetzt kommst du wieder hoch. Kann ich loslassen? Wir gucken erstmal hier hinten, was hier ist. Weiß nicht, gibt's hier überhaupt noch ist was? Ist nicht. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Nö, alles klar. Nicht offensichtlich. Dann wir können halt nur auswählen, irgendwie, ob man hier irgendwas noch gießen kann, was anderes. Aber ansonsten. Womp. Oh, gut. Vor allem die Leute, die habe ich auf der TwitchCon getroffen zu dem Spiel, ne? Das habe ich letztes Mal auch erzählt, das wissen aber die Zuschauer, aber ich weiß noch nicht. Da hat es noch sehr harmlos, also sehr normal gewirkt. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier jetzt wieder von unten Wasser hochholen. So. Ja. So, komm wieder hoch. Ja, bin da. So. Bin da. Die Pilze wachsen, wie cute. Ja, im Moment, wenn du Wasser irgendwo hinsprungst, dann kommen da Pilze. Boah, das war jetzt richtig. Das war richtig smooth. Indiana Jones, Mann. Ey, als hätten wir es gewusst, was passiert. Ja. Wow. Wir können wippen. Oh, ich will mal wippen. Moment. Ich will auch wippen. Wie machen wir dies? Okay, ich kann's hochschieben. Aber. Oh, ich habe mich von unten rangebissen. Das ist natürlich nicht so smart. Wie komme ich denn da. Ja. Moment, ich wollte loslassen. Wie komme ich denn auf der anderen Seite hoch? Ich weiß nicht. So, ja. Jetzt. Und jetzt? Bisschen gleich schwer vermutlich. Sieht ein bisschen danach aus, dass wir gleich schwer sind. Wobei es scheint ein bisschen schwerer zu sein. Hey, du bist ja auch. Nee, doch nicht. Jetzt habe ich mich schwerer gezittert. Okay, gut. Halt, das Wippe funktioniert nicht so gut. Hier müssen wir gießen, damit wir oben an dieses Blitzer-Ding kommen. Da ist ein Brokkoli. Also wir müssen erstmal irgendwas anmachen. Isst du gern Brokkoli? Ich liebe Brokkoli tatsächlich sehr. Sehr gut. Ich mache voll gern Brokkoli-Cremesuppe und sowas. Brokkoli ich bin auch ein Spinat-Fan. Ich bin schon immer Spinat-Fan gewesen. Bei Spinat bin ich raus, aber Brokkoli, das ist das geil. Ich würde übrigens gerne hier rechts gucken, ob auf der Orange dahinter was ist. Hier so, da. Ja. Und? Nee. Pass mal auf, dass hier keiner runterfällt. Sehr schön. Hält den mal hier an. Der passt nicht auf. Spasti. Aber hast du nicht gesagt, dass der runterfällt? Du hättest mal helfen können. So Stress? Okay. Also wir müssen. Da oben ist auch Wasser organisieren. Da oben ist leeres. Genau. Also so, sieht aus wie Wasser, ja. Aber das kommt nicht raus. Müssen wir andrehen. André muss dabei sein. Haben Wasser angedreht. Oben und unten. Beides angedreht. Okay. Und da kommen die Pilze. Blub, 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 blub. And this is effect. Oh, hier ist auch was. Guck mal hier. Was ist das denn? Okay, wir können da nur reinbeißen, aber was passiert da? Oh. Weil wir lang genug reinbeißen, passieren Dinge. Guck mal. Oder ableckt. Was ist das? Oh, wie niedlich war das denn? War das jetzt ein Eicheltier? Ich bin richtig verunsichert, aber ich finde es gut. Okay. Das war einfach ein Eicheltier, ich sag's dir. Ja. So, wie kriegen wir jetzt das Wasser hier drauf? Tja. Von der anderen Seite? Bist du schon wieder hängen geblieben am Stein? Ich bin schon immer hängen geblieben. Du bist aber schon wieder hängen geblieben. Moment, guck mal, da ist das Tierchen wieder. Abschlecken, abschlecken. Ja. Abschlecken. Da ist es wieder. Ja. Oh Gott. Tschüss, bis gleich. Ich finde dich. Ich finde dich.
Du wirst mir niemals entkommen. Ich finde dich. Ach, guck mal, wir können oben auf jeden Fall gießen. Ja. Ich beiß ins Wasser. Nom. Ich kotze. Oh, Moment, hier. Oh. So, das müssen wir jetzt da runter machen. So. Das sieht ja noch aus, jo. Muss doch loslassen. Cheng! Woran denn? Moment, was? Bei mir war das unten. Wieso ist das jetzt... Hier passieren Dinge! Hilfe! Wonk! Okay, so. Gut. Bei mir war die Belohnung schon unten, jetzt war es wieder oben, ey. Ich bin einfach nochmal eine extra Runde, das geht schon klar. Für die Kacke! Was ist eigentlich hier hinten? Können wir gerne machen. Aber ich hab das Gefühl, da geht's weiter so ein bisschen. Aha, da ist es wieder. Abschlecken! Omnom. Das Melonentier, oder was das ist? Das sind ja eine angebissene Melone, wir hatten so riesige Melonenbisse genommen. Ein großes Melonentier. Oh, der ist so süß. Ich will eins haben. Oh! Ein Knochen! Knochi-Knoch. Moins. Du kleines Baby. Du bist so süß. Guck mal, es freut sich, weil es hat Freunde gemacht. Ja. Wir mögen dich auch. Tschüssi. Wir müssen bald weiter. Ein bisschen Spiel können wir noch. Moment. Jetzt. Ja. Du bist so ein tolles Tier. Danke für die Knochen. Yay. Okay, wir können gehen. Okay. Wir sollten uns auch manchmal ein bisschen erwachsener verhalten, ne? Also... Wieso? Ich fühle mich nicht so erwachsen. Ich fühle mich eher so wie 16. Ey. Ach nee, muss gar nicht. Was willst du? Ich dachte, ja, oh nein! Was willst du? Ja, du wolltest an Wasser rumschnabbern, schwarz zu verwirrt, dass ich... Ich hatte Durst, es tut mir leid. Suizid. Suizid. Die 2-Meter-Klippe, die du locker überlebst. Suizid. Ja, das... Bist du ein bisschen überdramatisch heute, ja? Ja, ein bisschen. Blub. So, du kotzt. Warte, ich muss mal mehr ankotzen. Moment. Ja, kotz mal alles an hier. Kotz mal so richtig alles an. Ja, ich kotzt ihr alle an. Ah ne, ich kotze, ne? Ja, ich glaube, das reicht doch, oder? Wir müssen bloß in die Mitte die Eichel holen und wieder weiter wahrscheinlich, oder? Vermutlich. Würde ich denken. Ich glaube, wir brauchen nicht alle. Mehr voll kotzen. Okay, dann kannst du ihn auslassen. So, du hast sie? Jo, ich hab sie. Dann musst du jetzt. Wissen wir die überhaupt? Braucht ihr überhaupt eine Eiche? Braucht niemand anders eine Eiche? Nee, warte mal. Hier rechts oben war doch einer, der sowas wollte, oder? Wollte ihr irgendwas? Also, irgendwo war jemand, aber ich habe nichts gemerkt, als ob ich mir irgendwie Dinge merke. Ja, dafür bist du zuständig. Nee, oder war es rechts unten? Oder noch weiter vorne? Eicheldude! Ich bin irritiert. Wir haben eine Eiche. War das nicht dich. Am Ende? Ja, aber war das letztes, nicht am Ende? Das war beim letzten Ding. Ja, aber vielleicht hier auch. Wo bist du hin? Ich will mal gucken, ob wir vorne irgendwie was vergessen haben. Mit Eichel gedöhnt und so, aber... Bäh. Nee, sieht nicht so aus. Jetzt habe ich Wasser und Eichel. Du kannst einfach loslassen, glaube ich. Okay, du hast mich runtergehauen. Oh, no, Nevermind! No. Hey, cool, du bist zurückgekommen. Okay, cool. Alles cool. Ich glaube... Hängst du hier an so einem... Warte, so jetzt. Genau, beiß einfach die Eichel. Dann wir halten einfach beide die Eichel fest. Fertig. Richtige schöne schlappe Eichel. Ja. Okay. Ja, keine Ahnung. Nehmen wir sie einfach mit? Oh, ich würde sagen, wir nehmen die jetzt mit. Das ist unser nächstes Fahrkarte ins nächste Level, würde ich sagen. Okay, dann nehmen wir die einfach mit. Let's go. Let's go in den Schlangen. Let's go in den Schlangenpo. Ich wollte die gleichen reinmachen, ist mir aufgefallen, die haben eigentlich keinen Po, weil die haben auch nur 2 Boiler. Sind ja auch so eine Art Fox. Also. Wo kacken die eigentlich? Und da war die Eiche weg. Die haben unsere Eiche geklaut, die Schweine! Zum Glück ist das nicht, that's what she said. So, warte. Ah, nee. Jetzt. Nee, holen. Herholen. Meinst du, ich kann glaube ich nicht. Nee. Kannst nur schieben. Deswegen war ich so irritiert. Aber wir müssen doch hier oben drüber müssen latschen, dann auf oder? Die, aber dann müssen wir auf die Dinger drauf hüpfen, die wir noch gießen müssen, glaube ich. Dachte ich. Okay, lass mal kurz die Lage managen hier. Oder wir schieben das nochmal rein. Nee, würde ich nämlich auch sagen. Ich halte mal hier fest. Und du musst es jetzt da zurückschieben. Ah, zurückschieben geht, ja.
Warte, ich darf mich festhalten, merke ich gerade. Du bist irgendwie ein bisschen, hast du ein bisschen dick gemacht. Ich bin hängen geblieben. Klassik. So. Und jetzt müssen wir hier hochwickeln. Meinst du, wir hatten auch Wasser schon gehabt, ne, zum Gießen? Echt? Jo. Ja. ich glaube, wir kommen jetzt nicht mehr hier durch, ne, weil wir es wieder reingestellt haben. Awesome. Aber hier rechts ist schon Wasser. Da rechts gut, ist schon Wasser. Gut, dann tun wir erstmal hier gießen. Spuck sie an. Mit allem Spucken, die du hast. Okay. Und jetzt die. Ah, da oben ist noch ein goldener Dingens. Deswegen müssen wir da hoch. Knochen. Hier hoch, oder wie? Jo. Meinst du hier links? Also vorne, oder? Ja, genau. Hier vorne über die Melone. Da ist ein goldener Knochen. So, vorsichtig. Da, Knochen. Okay. Ist er? Oh, nur ein Knochen. Sisse? Da sind doch aber das bestimmt, um da drauf zu springen. Dachte ich. Ach, stimmt, ja. Halten Sie sich fest! Jawohl. Wo komme ich jetzt wieder raus? Ich sehe nichts mehr. Ich sehe auch nichts mehr. Ich könnte mal die Emojis gucken. Ja, die Emojis sind so gut. Ruf da! Ja, da hätte auch ein Kürbis gereicht. Nein, niemals. Oh, eine Avocado! Avocado-Tiere! Weil das ist schon. Okay, das ist schon ganz schön niedlich. Das ist schon sehr niedlich, ne? Das ist schon sehr, sehr, sehr hübsch. So. So, pretty! Okay. Pretty, ja, pretty. Danke. Pretty, pretty. Pretty, pretty. Ja, danke, Katzin. Ja, der sagt uns, wir müssen da rechts hoch und wir brauchen eine Eichel, die wir wässern müssen, bestimmt. Ach so, weil die denken, das ist und zu kompliziert. Und der hat einen Schlauch. Der will bestimmt irgendwas haben. Okay. Oder der... Oh, gib uns einen Schlauch. Den Schlauch können wir schon mal mopsen. Auf einer Seite. Wir müssen ja für reinschieben Seite. Vielleicht. Ja, ich glaube. Warte mal, oder ich muss hier... Bom. Okay, aber dann kann er wässern, aber dazu bräuchten wir erstmal... Was hab ich gesehen, das hier Wasser. Irgendwie, was ist denn das, ein Radieschen mit einem Schnurrbart ist? Ja, voll geil. Wir müssen bestimmt die Melone da herholen. Die können wir aber gar nicht ziehen von der Seite. Die hätte keinen Griff. Stimmt. Also. Okay. Keine Ahnung von der Planung. Was gibt's hier noch so? Okay, Nee, irgendwie nicht. Nee. Oben. Also müssen wir erstmal hochgehen. Finde ich kacke, dass wir erstmal hochgehen müssen. Ich bin doch so faul, hier unten bleiben. Ich bin faul. Schleif einfach hier. Warte mal, kannst du die Melone hochheben? Ach so, das kann natürlich, ja, das ist smart. Ich weiß noch nicht, was uns das bringt. Geht das? Ja. Moment. Whoop. Dann kann ich sie hier oben draufstellen. Moment. So, dann kann man sie von oben weiterziehen. Aha. Ja. So. Dann können wir sie hier. Warte, was gibt's hier noch? Wir gucken erstmal. Können wir dann hier rumziehen und dann brauchen wir schon die Eichel. Oder ja, nicht. Hier kommt der mit die Eichel. Ja. Oder wir brauchen einfach immer eine Eichel, also, auch wenn er nicht da steht. Ich würde sagen, wir müssen. Kommst du her, Melone? Wie gut, dass da schon Kratzspuren sind, als würde hier ständig jemand Melonen langschieben. Ja, aber es ist schon ein guter Spoiler, ne? Für das, was man hier machen muss. Spoiler? Oh. Aber ich habe doch genug Spoiler. Abtrieb. Ich bin voll auf dem Boden geblieben. Oh Gott. Hey, ich mag dich, Benny, ich mag dich. Wieso? Ich muss nichts machen, siehst du? Mach alles du. Du hast, nicht gesehen, wie meine Reaktion war. Oh, wir haben eine Hüpfmelone. Alter, das ist ja richtige Features jetzt hier gewesen. Komm. Du hast nicht gesehen, wie meine Reaktion auf Forza war, ne? Das neue Forza wurde angekündigt bei der E3. Warum gehen wir jetzt hier rechts hoch? Warte, ich bin kurz irritiert. Forza ist Autorennen. Open World Autorennen. Ja. Wir müssen jetzt... Warte, aber ich habe das Thema gewechselt, hast schon recht. Ja, ich bin... Aber wir können den Wasser machen. Die Taste, so. Nee. Ja, aber wir müssen doch erstmal die Melone herdingseln, oder? Wollen wir nicht seinen Wasserschlauch mal anschließen? Vielleicht passieren auch Dinge. Ja, und dann? Ja, passieren halt Dinge. Er wässert halt, ne? Kriegen wenn dir kein Knochen ist, lass dich auf. Siehste? Dein Glück. Siehste? Ohne mich hättest du den nie gefunden. Ich habe die Knochennase bei uns. Ich merk schon. Ja. Eindeutig. Du bist der Knochentyp. Und jetzt müssen wir die Melone da hinten vorholen. Stimmt. Hab's. Jetzt go. Perfekt.
okay. Das müssen wir, glaube ich, von oben einfach runterfallen. Da drauf jumpen. Können wir das nicht schon von hier oben machen? Weiß ich nicht. Abkürzung. Nein! Klar, hier, ab. Hast du mitgekommen, hätte es funktioniert. Ach, ich bin doch da! Nein, du wolltest erst woanders. Ach, Mann. Hör auf, mir Wasser ins Mund zu sprühen. Die Verdauung dieses Tieres erklärt sich mir noch nicht. Wieso Verdauung? Wir fressen doch nie irgendwas. Ja, doch, wir haben das letzte Mal Pizza gegessen. Stimmt. In Massen. Und haben Popcorn wir? Und so einen Scheiß. Und haben Müll, wir? Ja. Hm. Müll haben wir gegessen, das stimmt. Oh, das war's falsch. Das denke ich. So, beide jeder eine Dingens. Was bringt uns das? Du brauchst du immer, um das Level verlassen zu dürfen. Oh, nee. Ich glaube, wir brauchen auch nur eine, aber du kannst gerne noch eine neue nehmen. Warum wechsle ich jetzt gerade ständig neu? Wir müssen unten rum nicht da vorbei. Aber ich muss doch hier eine Eichel mitnehmen. Ja, aber du kannst einfach hier vorbeilaufen an der blöden Melone. Du musst die Melone nicht wegschieben dazu. Aber ich muss doch die Eichel mitnehmen. Die ja, nimm sie doch in den Mund. Die goldene Eichel. Wir müssen den Mund, Baby. Die muss werden. Ja. Family friendly, alles family friendly. Das Spiel schon, wir nur nicht. Die goldene Arche. Für jeden hat Spaß. Okay, das ist nochmal ein Avocado-Tier und wir müssen wohl jetzt wieder da weiter. Und hier gibt es ein bisschen mehr zu entdecken, vermutlich. Wenn ich schon sehe, dass da irgendwelche Leute rumhampeln. Erstmal einen trinken. Okay, nee, das ist wieder am Anfang. Wir haben das Level geschafft, glaube ich. Ja. Stimmt. Das Kirby-Polin. Das war das Kirby-Polin-Level. Ja. Guck mal, da steht's jetzt. Da steht's jetzt. Das beim Orangenkopf. Hallo. Er freut sich sogar, uns wiederzusehen. Jo, hallo. Ich bin wieder da. Alter, hier gibt's eine Brombeere. Boah, hier sind Brombeeren. Oh, geil. Oh, Moment, was? Hier geht's rein? Ich hab keine Ahnung. Ich hab noch die Tür gehört. Was passiert? Das ist, ein Laden. Ach, das ist wieder der Laden. Ja. Wo man, wir man haben hier sich wunderschöne optische Hüte. Dinge kaufen kann. Wie hier gibt eine andere. Das ist aber nicht nur Erdbeer, das ist. Kann ja auch Blaubeer sein, je nachdem, ob du blau oder rot bist, glaube ich, oder? Willst du den haben? Das ist süß, ich möchte ihn haben. Ja, haben genug. Also, warte. So, ich bin jetzt die Blaubeere und du die Erdbeere. Geil. Ich bin eine Erdbeere, ist so süß. Hier ist auch eine Orange. Was ist das Gegenstück? Nein, Erdbeere ist niedlich. Hä, die sind beide einfach orange oder was? Ich weiß nicht. Ich bin irritiert. Rot? Was gibt's denn hier sonst noch? Da oben gibt's noch einen Pilzhut. Was ist das hier? Das sind wahrscheinlich Dinge, die man noch freischalten muss. Das ist ein Pilzhut, würde ich sagen. Ah. Die anderen Sachen muss man bestimmt noch freischalten. Ne? Irgendwie durch Level, ja, die man auch machen muss. Tja, das war's schon. Guck mal, und hier ist ein Spiegel. Die sind so cute. Und auf jeden Fall sehr erwachsen. Ah, hier kann man durchwechseln. Stimmt, am Anfang hatten wir wir hatten ja am Anfang nur den hier. Und das haben wir schon gewechselt sogar. F, H, S, J. Schleife ist langweilig. Ich wechsle nur mit dem Digi-Kreuz durch. Au. Bin eine Bellbeere. Das ist keine Erdbeere, das ist eine Bellbeere. Ja. So muss der Folgentitel heißen, eine Bellbeere. Sehr gut, Bellbeeren aber auf Umwegen, sagst du? Ja. Also Umwege nehmen auf jeden Fall jede Menge mit. Hallo, wo ist sowas von? Die goldene Eichel und die Bellbeere. Okay, gut, dann haben wir das erledigt. Jetzt müssen wir zum nächsten. Warum sind eigentlich alle Melonen viereckig? Das ist eine wichtige Frage. Weil wir sonst nicht auf die drauflatschen können. Hinter jedem Wasserfall ist ein Schatz, habe ich gelernt. Oh, hinter dem nicht, Mannerei. Nee. Die haben hier gar nicht das Videospiel. Oh, what? Die kann man essen? Welches Videospiel meinst du? Das Videospiel Dogma von Hinter jedem Wasserfall ist ein. Ach so. Ist ein Schatz. Haben sie gar nicht erfüllt. Hier geht's auch lang. Oh, auch noch halt am Reden. Wer bist denn du? Du willst bestimmt wieder irgendwas haben von uns, wa? Wir knuddeln mit dir. Ist auch okay. Wir müssen jetzt das nächste Level irgendwie. Was ist denn das? Hier links zum Beispiel, oder? Ja, da. Ja, guck mal, das ist der Mumpfling-Markt hört sich doch schon super an für uns. Das klingt auf jeden Fall nach mir. Klingt auf jeden Fall nach dir. Mumpfling, das bin ich. Das bin ich. Isst du so viel? Du hast doch heute nur einen Donut gegessen, hast du gesagt. Oh, die sind irgendwie nicht happy übereinander. Nee. Die mögen sich nicht so. Nee. Der eine mag kein Propolin, der andere mag Melonen nicht. Das ist natürlich ungünstig. Hallo. Oh, die können. Dann essen wir die halt einfach.
Oh, wir können, glaube ich, Partei ergreifen. Meinst du, wir können die einfach rüberschieben? Ja. Hier! Ja. Du magst die Dinger nicht. Da! Oh! Was passiert? Ich glaube, wir sollten die einfach für die Leute sammeln, tatsächlich, eigentlich. Warum wirfst du uns das runter? Gute Bellbeere, du. Ja, du bist doch hier fast Harakiri-mäßig unterwegs. Ich bin überhaupt nicht Harakiri-mäßig unterwegs. Da müssen wir einfach nur die also, in den passenden Korb sammeln, damit wir hier irgendwie goldene Dingens kriegen. Okay, dann lass mal das wieder rausnehmen. Moment. Das geht also nicht. Hinkriegen? Hä? Das ist gerade schon verkackt, das Level. Das wäre doch blöd. Ich weiß nicht so richtig. Oder? Ja, mach nochmal neu. Kann ich nicht, ich kann nur wiederbeleben machen. Ich kann das Level nicht neu starten in sich. Und wenn wir jetzt mal beispielhaft das da rüben bei dem reintun, so eine Melone? Mama. Ich meine. Dann exzelliert ja alles. Dann mögen die sich einfach vielleicht, weißt du? Vielleicht ist das das Problem. Die müssen sich gegenseitig was. Ah! Mordebeine. Mordebeine. Okay, das habe ich nicht vermutet, dass das passieren würde. Ich habe halt an ganz andere Dinge gedacht. Aber schön, dich einfach schlauer. Da hast du einfach mehr soziale Intelligenz als ich. Muss ich einfach mal sagen. Ja, natürlich. Daran liegt es. Ja, also hiermit gerade bewiesen. So, ja, ich bin Wasser. Ein Vollmahisch. Ich kotze die Melone an. Oh. Die Melone kotzt dich an. Aber gibt es noch hinter den Häusern irgendwas zu finden? Da wollte ich gerade mal. Das gucken wir jetzt. Also, wir sind nur zu den Häusern gegangen, aber. Können wir die nicht auch hier? Kann man alles mitnehmen, aber. Sieht doch aus, als wäre dahinter noch was. Kannst du mir das scheiß Ding hier wegräumen, meine Fresse? Fleischschnee. Ich dachte so, wenn ich hier bellend rüberkomme, so. Ja, warte, ja. Ja. Mit viel Bällen und so. Oh Gott, da ist ein Avocado dahinter. Ich genau gesehen, da ist ein Avocado dahinter. Ist das schlimm? Brauchen wir die? Keine Ahnung. Bis jetzt haben die Avocados noch nichts gemacht. Ja. Dann das einfach ganz normal. Wider gehen. Wider gehen? Wider gain. Why you gay? No. Why you gay? Genau das habe ich gesagt. Hast du ganz genau gesagt. Genau gehört. Weiter gehen. Wider gain. Why you gain? Habe ich auch gesagt. Okay, die wollen fressen. Ja, fresst. Hier. Ihr kleinen Fressi-Lessi. Oh. Muss ich halten. Upsi. Ah, okay. Ja, fress die ganzen Kürbisse auf. Müssen wir sie wieder gießen, wenn wir dann von oben wieder drüber kommen, ne? Wir fressen nur zwei auf? Ich würde mich gerade wundern. Bleiben die dann hier draußen? Das ist eine gute Frage, ne? Das könnte uns zu Problemen führen, wenn die da draußen bleiben. Ah, so gießen wir das wieder. Wir sollten sie aber, glaube ich, nicht hier draußen lassen. Dann müssen wir die jetzt, müssen uns jetzt lang machen. Können die hier unten machen? Warte mal, können die unten den Kürbis gießen? Sie sind da, glaube ich, dann unten, wenn sie da unten hinrennen. Oder? Dann sind sie von den Kürbissen oben weg. Ich glaube, du musst doch noch ein bisschen weiter gießen. Damit der da oben auch noch da runter geht. Ja. Oh, guck mal, der ist auch noch direkt mitgegossen. Ich glaube, ich bin. Wo bist denn du hängen geblieben? Haupt. Wo bist denn du hängen geblieben, ey? Aber die sind jetzt immer noch da unten. Genau. Die Frage ist, kommen die hier irgendwie da hoch? Das wollte ich mal kurz nachgucken. Nee, die sind abge. Wir könnten. Wir könnten sie wieder freilassen. Wir müssten nicht. Gut, wir lassen die mal drauf. Gibt es da unten noch irgendwas für uns? Ah, guck mal, da gibt es nämlich noch was. Wir müssen eigentlich selber noch mal da hoch. Yeah. Da hoch? Willst du da hoch? Weil dein goldener Dingens war. Aber kommen wir da hier hin? Wie willst du da hochkommen? Geh mal durch. Ja, geht zu. Okay. Ich dachte, wir müssen da hochhüpfen von dem Ding in der Mitte. Von der Melone. Von dem Kürbis in der Mitte. Hier. Und nee, ja, wir müssen hier gießen, und der Kürbis, ja, lass, wir müssen es gießen. Genau. Gieß it, baby. Make it wet. Oh, das dürfte ja schon reichen. Meinst du? Jetzt können wir da hoch? Uns den Knochen holen. Bellenderweise. Natürlich bellen, wir sind Bellbären. Ja. Oh, nee. Hilfe!
Okay. Du hast ja hier keinen Schatten bei dem Spiel, wenn du springst. Das ist echt. Nee, du siehst es halt null. Das hilft nicht. Nee, überhaupt nicht. So, da gibt es übrigens auch einen Boss bei Dark Souls, wo du einfach keine Schatten und keine Umgebungsgrafik mehr hast. Das ist alles schwarz. Das ist richtig hilfreich. Ja, kannst, vor allem hat er Fernangriffe, oder kannst richtig gut abschätzen, wann die bei dir ankommen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist so einer der Dark Souls Bosses sein. Hey, fick dich in deiner tiefen Wahrnehmung. Ja, also das Spiel ist versucht dich sowieso schon die ganze Zeit zu verarschen. Hier, bitte. So, was mit der jetzt? Mit Der will das alles. Am Kürbel, dass wir das hier reinsammeln. Was machst du wieder da unten? Ja, ich weiß noch nicht. Ich bin hier runtergefallen. Ja, aber komm doch wieder hoch. Komm doch wieder hoch. Mein Name. Ja, wie? Moment, sie ist gerade unten drunter gequetscht unter dem Zaun. Ja. We super. Might have a problem there. Warte. Ah, okay. Perfekt. Okay, alles cool. Und. Ich wollte eigentlich oben bleiben, aber gut. Ach so, ich dachte, wir laufen immer wieder hoch und runter. Aber. Wie wirfst du die so geil? Ich lauf hin und lass los, während ich laufe. Mach ich auch bei mir da direkt liegen. Okay, reicht schon. Oh, reicht schon. Sind schon vier. Bomb. Ist er schon happy oder was? Dein Hut ist super. Das ist halt einfach nur so eine Schale. Den so hättest du auch gerne, ne? So eine Scheibe. Ja. So eine richtig riesen orange Scheibe, die man einfach als Hut aufsetzen kann. So, ohne Knochen. Ich meine, ich mag ja Brokkoli. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Brokkoli mag, den wir hier sehen. Ehrlich gesagt. Nee, muss nicht sein unbedingt. Das sieht ein bisschen. So wird ja gefuttert von den ganzen. Sieht aus. Guck mal hier. Muss man das Wasser abdrehen, okay. Damit die dann vorne rumfuttern, bestimmt. Ja. Würde ich mal behaupten. Wie rum? Ah. Lauft weg, ihr kleinen Fressmäuler. Geht fressen woanders. Möge das Fressen beginnen. Ich glaube, wir dürfen es nicht wieder groß machen, oder? Dann kommen sie nämlich wieder zurück. Dann. Wir müssen da nicht draufpuppeln, oder? Ich weiß noch nicht warum, aber. Wobei, vielleicht ist es doch richtig, wir müssen wieder zurückkommen. Wir müssen, glaube ich, dann hier wieder gießen, damit wir wieder weiterkommen. Ja. Wenn wir jetzt hier rum sind, werden wir es wieder gießen müssen. Ah, es war zu früh. Dammit. Und das war ein bisschen wirklich fett. Müssen wir das Wasser wieder anmachen? Achso, ja, doch, wir müssen wahrscheinlich das Wasser wieder anmachen. Haben wir es ausgelassen? Ich hatte, wir haben es wieder angemacht. Wir haben der letzte muss noch da hinrennen. Jetzt lauf, du kleines Stückchen. Lauf. Okay. Subi. Dann können wir hier wieder voll kotzen. Genauso kotze ich immer. Kennst als den Ulf machen? Ulf. Nee, das kann ich noch nicht. Die okay, Ulf machen. Das ist auch wieder was gelernt, ne? Ja, man lernt ja nie aus. Wonk. Wieso bin ich so schwer jetzt? Wonk. Oh. Ja, weil du. Ich hab's geschafft. Warum bist du so schwer? Du bist ungeblieben. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich so zurückwickeln kann. Dass du mich so zusammen. Ach, dann lass uns doch einfach auf normalen Wege hochgehen. Aber wir könnten das so schnell machen. Das behindert mich in meinem Speedrun. Also ich hab mich ja nicht für den Speedrun beworben. Du hast dich gar nicht beworben, du wurdest einfach hinzugefügt. Ja, stimmt. Ich hatte gar keine Wahl. Moment, du hast mir das auf eine Karte geschrieben, ja? Ja, eigentlich schon. Zur Hochzeit einer Freundin. Ja. Genau, als du geheiratet hast, da hast du mir auf die Karte geschrieben. Nee, ich hab nicht geheiratet, das wüsste ich aber. Wann passiert denn das endlich? Nee. Dauert noch. Ach, Moment, die wechseln jetzt das Fressen, okay. Ist das gut? Haben wir es falsch getimed? Hätten wir es gemischt haben müssen? Wir warten mal, guck mal, was jetzt passiert. Die wechseln, wenn die nichts zu fressen haben, vielleicht, oder? Ja, ich wechsle. Wir können es ja erstmal umgucken, oder? Ja, was gibt's hier? Umgucken, umschmucken, Mais fressen. Ach so, die suchen jetzt. Ach, mal hier hinten, was gibt's hier? Die suchen jetzt Melone und kommt dort nicht hin, da, vermutlich. Ah, hallo. Raketentier! Woo! Perfekt. Weiß nicht, was man damit macht, aber Raketentier.
Genau, die, wollen, die haben jetzt keinen Kürbis mehr in der Nähe und deswegen wollen sie jetzt mitnehmen. Den müssen die mal, wir nehmen die jetzt mit, Kumpel. So. Wir müssen hier einfach reinbeißen. Oh, ich kann die aufessen. Ich kann die festhalten. Ich kann einfach hier das wegziehen, die das damit. Ja. Dann kommen die da auch durch. Wenn so, einer nicht rumbackt. Nee, ich hab den fest. Ja, ja. Den meint ja nicht, aber du. Eigentlich. Ich glaub, du musst ihn loslassen zum Essen lassen. So, jetzt können wir hier weitergehen, theoretisch. So, ja. Nee. Nee. Oh, jetzt ist er wieder lose. Lose Schmose. Was hast du eigentlich vom Deutschlandspiel gehalten? Ich nehme mit. Ich hab einen neuen Freund. Oh, vermutlich nicht so viel, weil ich es nicht geguckt habe. Warum? Weil ich überhaupt gar kein Interesse im Fußball habe. Ich hab das bis immer mal so mitgehört. Wenn, ich hab mir auch immer nur die Highlights angeguckt. Oh! Oh! Warte, das kommt in den Topf hier. Natürlich rein. Kommt das in den Topf hinein. Der goldene Brokkoli kommt immer in den Topf hinein. Da gibt's einen riesen Fest. Was sind hier die Feinschmecker-Monster? Oh, nicht wir! Warum willst nicht du wir. Jetzt da rein? Ich will da nicht rein. Doch, ich hab's genau gesehen. Da links oben, links hier neben dem Fressviechern ist noch was. Oder? Hier, der gibt uns noch was. Weil es nicht so richtig golden mehr aussieht. Doch lecker. Nee, nicht wir. Der hier hat noch was. Die Eichel. Ja. Die heilige Eichel muss in die heilige Suppe. Das kommt hier noch rein. Und jetzt hier drüben noch. Das ist aber auch eine Aussage, die im realen Leben schwierig ist. Die heilige Eichel muss in die Suppe rein, ja, ins kochende Wasser. Ja. Ach Quatsch, bestimmt angenehm. Ja, ich kenne mich da nicht so aus. Es gibt doch nicht so viele Menschen, die Eichelsuppe machen. Oder die Eicheln in Suppen machen. Dann ist hier oben noch einer, der hat hier so eine Porridge-Stange. Ja. Was ist denn das? Ist das nicht irgendwie. Hier heißt Pänchel, die Kacke. Lauf. Ich Pänchel dachte hier, worauf man auch Kuchen backt. Jetzt sind wir trotzdem drin. Hilfe! Tod, Verderben, Hitze! Ist das so? Hier, unser Hundeschweiß. Dafür gab es jetzt einen Knochen. Ich weiß nicht, wie aus Gemüse ein Knochen entstehen kann, aber ich hinterfrage das mal nicht. Wir wissen, das Salz in der Suppe. Wir haben dafür einen Knochen bekommen. Wir haben nicht den Knochen hergekocht. Weil kochen tut's ja noch. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Aber ich dachte an Rhabarber, glaube ich. Rhabarberkuchen, habe ich gedacht. Aber ich weiß nicht, ob Rhabarber so aussieht. Rhabarber hat größere Blätter. Wettessen geht mir geil. Das würde ich jetzt auch machen. Also vor allem, das ist geil. Okay. Das ist den Brokkoli und den Mais. Ich muss einfach nur leer. Es sind ja auch nur irgendwie. Oh Moment, die rechts sind ganz schön. Aber ich kann das andere auch essen. Ja, stimmt. 40 zu 28. Nein. Quatsch. Hör auf dich mit Abstand oder so. Wir haben doch nicht gewonnen. Einer tut diese riesengroße Scheibe wegmachen. Okay, wir essen das trotzdem noch mit. Hallo, danke. Ja, nimm den mit. Nee. Ey, scheiß auf den Pokal, ich will das Essen mitnehmen. Guck mal, wir haben einen kleinen Bauch. Das ist so niedlich. Ja, aber auch nur einen, an einer Stelle. Ja, so ein kleiner Knoten. Hier ist eine Medaille. Oh, da geht's besonders hochgeflogen. Wuhu! Da geht's Blaubeeren. Erstmal wieder einen Bauch anfressen. Hier kann man noch was absägen, umsägen. Rechts, links. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es, verkacken wir es gerade wieder. Perfekt. Oh nee. So, dann brauchen wir die Eichel links. Ja. Man immer eine Eichel brauchen, um irgendwo hinzukommen. Schrecklich. Leckst du gerne Eicheln an? Ja. Vielleicht hilft das Wasser, ja. Wir müssen doch die Eiche holen. Was für eine Eiche? Wasser. Hä? Wir haben doch eine. Ich habe doch eine Eiche an der Fresse. Du hast eine Eiche in der Fresse? Ja, ich habe eine festgebissen. Also, literally. Okay, hab ich jetzt nicht gesehen. Wenn das bei dir nicht da dann ist, dann backt es ein bisschen. Bei mir ist sie noch an mir dran. Ist nicht schlimm. Ja. Wenn du siehst die Eiche bei dir, dann ist sie alles in Ordnung. Ist halt meine Eiche, wa? Ich weiß, wo die ist. Oh Gott. I love it. So, jetzt sind wir noch nicht wieder zurück. Das haben wir noch nicht geschafft. Nee. Hallo, brauchst du was? Oh, bist du süß? Die streichelt uns. Ja, streichelt uns mehr. Ja, hinter den Ohren.
Ja. Okay, reicht. Wir dürfen nicht zu greedy werden. Oh nee! Hilfe! Das ist der Grund. Nur weil er mich gestreichelt hat, musst du ja jetzt nicht direkt eifersüchtig werden und uns beide in den Tod stürzen, ja? Lass mal was essen. Okay, wie geht das denn jetzt eigentlich? Wir haben gerade gefuttert. Oh, Pepperoni. Oh, wow. Verbrennendes. Ich glaube, du bist der zweite Mal brennen. Ich habe die Pepperoni ganz gut vertragen. Bitte noch hier. Und über den Düber. Oh Gott. Mal Nüberrutsche. Eis, Alter. Was? Lang machen! Moment, ich muss erstmal den da ziehen. Den, genau, den. Oh, warte. Ah. Ja. Und dann muss ich den anderen ziehen. Muss ich den anderen rannehmen hier. Schön dick rannehmen muss ich den. Und dann können wir da hochlaufen. So, so wie das sein muss. Warte, wir müssen aber bestimmt dann hier rüber. Meinst du? Das heißt, bedeutet. Wir müssen die wieder zurückschieben. Weiß nicht, wir machen einfach mit dem Wasser. Wir verbrennen die hier, die Melonen, und dann machen wir das neu. Oder einfach was. Ne, da ist ja keine Melone. Achso? Doch, da sind doch. Die wechseln, machen doch. Verbrennen die mal. Da haben wir doch die Pepperoni hier, die Melonen unten. Ah, ich verstehe. Na, dann können wir die nämlich neu machen, wenn wir die verbrannt haben. Ich glaube, ich. So geht's auch. Jetzt kommen wir auch hier durch. Eine Option. Okay, ja. Du musst jedenfalls gießen. Du darfst kotzen. Ich darf kotzen, blablabla. Ja. Ich weiß nicht, ob hier über uns noch was ist. Ja, lass mal hier erstmal gucken. Ich mach dir heiß. Oh nein! Oh no! Ich bin wieder oben. So, hallo! Reicht ihr uns auch? Oh, Popcorn wollen wir. Er will Popcorn! Ah, dafür brauchen wir Feuer. Ja. Gehst du hoch oder willst du Popcorn machen oder soll ich? Wir können beide Popcorn machen. Schnell. Weißt du, sind schnell genug dafür? Ah, ich war da. Wo warst du? Haha. Bitte. Jetzt kriegen wir noch einen Knochen. Der kriegt einen Popcorn. Das ergibt Sinn. Oh, dafür werden wir auch gestreichelt, ey. Sehr gut. Das ist Popcorn-Kopf, ey. Oh. Das Witzige ist, ich hatte sogar jemanden beim Bundeswehr, der hieß Popkopf. Echt? Ja. Jetzt können wir jetzt Popcorn essen. Yum, 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 yum. Kann ich mein Popcorn essen? Fress immer alles weg, du Sau, du. Wir sind sehr reif auf jeden Fall für unser Alter. Meine Freundin beschwert sich auch immer, dass ich Futterneid habe. Obwohl wir viel zu viel essen haben als zu wenig. Durch Foodsharing. Und trotzdem, trotzdem bin ich wohl am Futterneiden, meint sie. Also ich, wenn mein Freund sich was zu essen bestellt und ich sage, ich möchte nichts, dann möchte ich auch wirklich nichts. Oh nein! Du machst alles kaputt. Mensch, Mel. Entschuldigung. Es hat ja überhaupt nichts mit mir zu tun, dass ich da irgendwas gefuttert habe oder so. Jetzt dürfen wir nichts hier essen. wir müssen erstmal mit der, kannst du kurz loslassen? Dann kommen wir auch raus. Oh, können wir hier durch uns wickeln? Nicht so einfach, glaube ich. Lass mal hier durchwickeln. Ich glaube nicht, dass wir da durchkommen. Oder? Ah, doch, kommen wir. Aber irgendwie. Müssen wir hüpfen. Hüpf! Ich wollte erst auf die. Ich wollte direkt auf die. Also erst auf die erste Melone und dann auf die zweite hüpfen. Vielleicht sollte. Erst auf die untere. Okay. So, jetzt darf die andere. Hopp, hopp, hopp. Mit Bällen kann ich auch hüpfen. Sehr gut. Gehüpft. Ja. Wer bellt, kann auch hüpfen. Easy Jump and Run gelöst. Das Jump and. Nee, das Run and Bell ist das eher. So, der will wieder Hilfe haben beim. Er braucht das Ding da oben. Er braucht Wasser wahrscheinlich auch, oder? Und das Ding da oben. Ja. Oder? Wahrscheinlich. Die Eichel. Also lass mal gucken. Hallo. Ist das überhaupt noch eine Eichel? Aber das Vieh frisst das Zeug weg, wa? Ja. Wir müssen wahrscheinlich erstmal hier hochlocken. Damit hier die Melone futtert, weil die brauchen wir nicht. So wie ich das sehe. Frage ist, bleibt das dann da oben? Ja, und jetzt wird das andere dort. Soll ich das schnell machen oder was? Jetzt wächst es doch wieder. Oder wir backen es einfach dort unter die Treppe. Ist auch optimal.
Ja. Aber jetzt müssen wir wieder zu ihm hoch, oder? Und dann... Ah, warte mal, wir müssen die Melone runterschieben, glaube ich. Bist du sicher? Ich würde einfach da drauf hüpfen. Von ihm aus, wo er stand. Wie willst du da drauf hüpfen? Über die Ecke hier so hoch. Moment. So hoch. Oh, ja. Und dann hups und sind wir drüben. So. Tada! Aber. Und dann haben wir einen Kiefernzapfen. Dann müssen wir nur das Wasser zu ihm hoch. Also, oder vielleicht braucht er nur den Zapfen. Hat das Wasser gar nicht. Guck mal, er hat's auch. Ja, perfekt. Warum jetzt die Melone, bin ich verwirrt? Damit das Vieh, was den Kürbis frisst, weg ist. Also, sonst frisst es ja. Ein sehr interessanter Baum übrigens. Lila mit grünen Ranken drumherum. Wie sehen deine Bäume aus? Meine sehen immer so aus. Müssen wir jetzt. Hochlaufen wahrscheinlich, oder? Oh! Ja. Oh! Du machst das! Okay, warte. Wir müssen zusammenbleiben. Wir müssen auch beide reinbeißen, glaube ich. Ja. Sonst wird es schwierig. Ich mach mal lang, ne? Hui! Hui! Jetzt loslassen. Meinst du, fliegen wir nicht einfach rüber? Okay. Achso, da war ein Kürbis oben drauf. Ja, logisch. Okay. Da müssen wir die jetzt noch einfangen. Die fressen nämlich das Zeug weg. Wir müssen die erstmal noch einfangen hier irgendwie. Wie fangen wir die? Achso, wir können die hier anbeißen und dann, ja, sehr gut. Und dann reinschieben. Kommst du mit raus? Oh, wie? Können wir überhaupt raus? Hüpfen. Haha. Nee, nicht mit rausnehmen wieder. Hüpf, hüpf. Bell, hüpf, hüpf. Ja, und den und du nimmst auch einen. Da geht's bisschen los, sehr gut. Ja, links oder rechts? Entscheiden Sie sich, wir können nur nicht über beiden reingehen. Nee, da hinten bleiben, danke. Wir sind gute Hirtehunde. Ja, die kommen jetzt links rein, damit ich meine Zwangsneurosen. Okay, alles klar, nach rechts. Scheiße. Ich bin ja auch mal für Sinn. Oh, ich habe eine Errungenschaft bekommen. Schäferfork. Jetzt kommen wir hier. Dann können wir hier noch eine Eichel. Wir brauchen noch die Eichel, um zum rausgehen. Die konnten wir ja vorher nicht machen, weil die Viecher haben die Eichel gefuttert. Ja. Tschüss. Die blöden Viecher haben euch eingesperrt. Tschüss. Die Erbsen sind auch süß. Mit den kleinen Gesichtern. Stimmen die sich jetzt erst? Warum ist er einfach so, eine Erbse? Baby. So, haben wir ein Level geschafft. Okay. Oh, jetzt gibt's wieder was Neues. Zack, direkt, wo das nächste Level ist. Guck mal, da kommen dann neue, lustige Schlangen. Oh, jetzt wird's Schokolade. Ich kann sagen, das sieht aus wie ein Schokoladensee. Okay. Aber das ist dann auch wieder was für die nächste Folge, ne? Wir haben diese Folge wieder eine Folge geschafft. Ja, danke schön, Benjamin. Sehr offensichtliche Erkenntnis. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Erst mal Futter, nochmal schnell. Kann ich alles essen, geil. Tschüss.